Ich stelle euch gerne mal mein Stück Train of Dreams vor. Das ist das erste Stück, mit dem wir My Urban Piano beginnen. Da es der Beginn der Reise ist, ein Aufbruch, soll dieses Stück auch sehr dynamisch sein und diesen Aufbruchsgeist auch wiedergeben. Von daher beginne ich gleich mit einem sehr rhythmischen Motiv. Vier schnelle Noten, die die Tonart bestimmen. Man hört schon, dort sind wir. Dann kommt die Melodie. Ich schreibe oft so, dass ich eigentlich drei Hände bräuchte, habe ich aber leider nicht. Und dann muss ich immer ein bisschen rumtricksen. Also in dem Fall hier geht die Begleitung und dann brauche ich einen Basston und gleichzeitig die Melodie. Das heißt, Basston ist auf der linken Seite, Melodie wäre jetzt oben. Ich zeige das mal in Zeitlupe in einem sehr langsamen Tempo. Hier ist die Begleitung. Dann wird dann der untere Ton links übernommen, sodass oben noch ein Finger frei ist für die Melodie und unten ein Finger frei ist für die Bassnote. Und dann muss ich mit links rüber gehen und dann wieder runter, um den Basston zu treffen, und den Melodieton kann ich hier Gott sei Dank rechts spielen. Und so geht das weiter. Das heißt, der Zuhörer wird eine Melodie hören, irgendwie ein schnelles Geflimmere, was die Begleitung ist, und Basstöne. Und das Ganze muss ich eben halt mit ein paar pianistischen Tricks bewerkstelligen. Im Tempo klingt das dann ungefähr so. Und so weiter. Und dann kommt etwas später ein zweites Motiv, das sind Kaskaden. Dort geht die Musik so schnell runter und wieder hoch wie Wellen. Und dann kommt unser Thema, was also, wenn wir jetzt diese Begleitung weglassen, wirklich aufs Wesentliche reduziert, sind es ja nur ein paar Töne. Etwas fortgeführt und nun kommt eben dieses Thema wieder, aber jetzt mit einer anderen Begleitung. Jetzt kommt wirklich ganz deutlich das Element Zug hinein. Also ich finde, irgendwie für mich klingt das nach Zug. Und hier ist auch diese ursprüngliche Begleitung versteckt. Also geht ganz schnell mit alternierenden Händen. Und hier spiele ich mit dem fünften Finger rechts eben auch dann das Thema. Und so weiter. Ja, und dieses Thema kommt eben noch zwei, dreimal vor. Und jedes Mal etwas anders. Also Wiederholungen sind gut, aber ich finde es immer sehr gut, wenn man die Wiederholungen auf eine etwas raffinierte Art und Weise bringt, damit doch nicht langweilig wird und es immer wieder Überraschungsmomente gibt. Und hier kommt auch ein etwas anderer Überraschungsmoment dann, wenn wir davon reden. Und zwar, wenn diese Kaskaden dann wieder kommen würden, so wie man es am Anfang gehört hat. Da geht diese Kaskade nicht mehr weiter, sondern hier kommt wirklich ein ganz neues Element. Das ist ein sehr rhythmisches Motiv, das mir mal beim Joggen eingefallen ist. Und dieses Element werden wir dann im Laufe des Stückes auch noch öfter hören, mit dem gleichen Rhythmus. Das wird dann auch mit dem Thema kombiniert. Das sind Dinge, die ich sehr liebe, wenn man so zwei Themen verbinden kann. Also wir haben unser Hauptthema und wir haben dieses rhythmische Motiv und die zwei kommen jetzt hier dann zusammen. Weil es so ein internationales Projekt ist, was in Luxemburg beginnt. Und ich Luxemburger bin, wollte ich das musikalisch abstempeln und habe dort unsere Nationalhymne eingebaut. Die Originalhymne wäre. Das ist natürlich sehr patriotisch. Hier ist das natürlich ganz anders in meinem Stück.
Und ich denke, wenn man das einmal so gehört hat, dann wird man es natürlich auch mit den schnellen Noten auch direkt heraushören. Also ich spiele jetzt nochmal die Originalversion. Ja, so einfach ist es. Man hat halt, was technisch ein bisschen schwierig ist, viele schnelle Noten. Und ich habe das so gemacht eben einfach. Wir haben schnelle Noten und es gibt so ein paar Ecktöne, die eben die Haupttöne der Melodie sind, der Nationalhymne. Das ist dann, wenn man es etwas langsamer präsentiert, so. Ja, ich denke, so kann man es dann verstehen. Fand ich irgendwie gut, dass da Luxemburg auch diesen besonderen Platz bekommt im Stück. Und ein Stück abzuschließen ist eigentlich immer ganz sinnvoll und ganz schön, wenn man noch eine Art Reprise bringt, um dem Hörer dann doch wieder etwas Vertrautes zu zeigen. Und so hört das Stück dann nach einem sehr großen Aufbau und Höhepunkt wieder auf mit dem ursprünglichen Thema und der ursprünglichen Begleitung dieses. Ich beende das Stück dann, es ist ein Mollstück. Aber es endet dann in Dur mit diesen Kaskaden. Und dann sind wir in F-Dur, von D-Moll nach F-Dur. Der Schluss ist dann nochmal dieses rhythmische Element, sodass das auch nochmal da am Schluss erklingt und wirklich ganz affirmativ bestätigt, die Reise ist jetzt im Gange und es geht los.